Respekt, das fordern die vergessenen Helden Italiens. Trotz des starken Regens haben sich hunderte italienische ÄrztInnen und PflegerInnen im Zentrum Roms versammelt, um für bessere Arbeitsbedingungen zu streiken und gegen die jüngsten Maßnahmen zu protestieren, die sich auf das öffentliche Gesundheitswesen auswirken. Sie wollen, dass die Regierung mehr Mittel für den Gesundheitssektor bereitstellt und sie sind gegen die geplanten Rentenkürzungen. Und vor allem möchten sie, dass der Beruf für jüngere Menschen attraktiver wird, um den Mangel an medizinischen Fachkräften im ganzen Land zu beheben. Italy's healthcare system has been recently ranked as one of the best in the world, and it's one of the country's main assets. That's why so many doctors here today are wondering what has happened, especially after COVID and after the country was on the front line in the fight against the virus. Noi vogliamo riacquisire quella dignità professionale e sociale che ci è stata gradualmente sottratta negli anni. Chiediamo semplicemente che questa manovra finanziaria possa incidere economicamente e legislativamente su una professione che è allo sbando. La sanità italiana fino adesso ha garantito cure gratuite per tutti, indistintamente, in maniera universalistica. Questo sistema sta naufragando. Quando finiscono le emergenze veniamo messi in disparte e veniamo ulteriormente penalizzati. Für viele hier ist der Beruf des Arztes eine Berufung und nicht nur ein Job. Sie sagen, dass es am Ende vor allem die Patienten sind, die unter den Kürzungen leiden. I pazienti sono al centro delle nostre cure e noi tutti i giorni scegliamo di non lasciarli morire. Dobbiamo essere aiutati in questo, perché cure che non sono di qualità, cure che ci fanno andare di corsa e di fretta, possono portare a sbagliare e noi non vogliamo sbagliare. Die Organisatoren hatten nicht mit so einer hohen Beteiligung gerechnet. Bis zu 80% der Beschäftigten des Gesundheitswesens in jeder italienischen Region beteiligten sich am Dienstag an den Streikmaßnahmen. Ein zweiter Streik ist bereits vor Ende des Monats geplant.